Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Wir haben Eid geschworen, der Stadt zu dienen. Wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten können, werden wir unseren ebenfalls brechen. Rote Maske auslöschen versagt. Ermittlung fehlgeschlagen, ja, ich weiß. Ich hab's verstanden, Leute, ist gut. Ich hab Scheiße gebaut. Massenschlägerei, King Louis Nachtclub. Wir haben einen Anruf von einem Clubbesitzer erhalten, der sagte, dass sich in der Eingangshalle eine Schlägerei entwickelt habe, an der mehr als 20 Leute beteiligt waren. An mehr beteiligt... was? Sein, ach so. Die Sicherheitsleute wollen sich nicht einmischen, weil ein paar der kämpfenden Messer bei sich haben. Es liegen bereits mehrere Verwundete auf der Tanzfläche, aber niemand weiß, was das alles ausgelöst hat. Da würde ich jetzt gerne das SWAT hinschicken. Machen wir das so. Sicher ist sicher. Die benötigen nochmal Verstärkung. Krass. Angriff. Zwei Teenager sind auf einem Spaziergang mit ihrem Hund in einen Streit geraten. Schließlich hat einer der beiden den Hund auf den anderen gehetzt. Die Polizei wurde von einem Mädchen gerufen, das in der Nähe auf ihrem Fahrrad unterwegs war. Täter gefasst, Beamten unversehrt, Zivilisten unversehrt. Super. Ich habe keine Bullen. Oh. Ein Junge liegt am Boden und kann sich nur unter größter Mühe eines wütenden Hundes erwehren, der nach seiner Kehle schnappt. In die Luft schießen, am Halsband des Hundes ziehen, dem Hund mit einem Taser betäuben. Okay, da ich ja selber Hundebesitzerin bin und schon sehr oft bei meinem Dobby dazwischen gehen musste, also nicht, weil mein Dobby aggressiv ist, also war... weil mit Kampfhunde und Rasse und sowas, das ist sowieso alles Blödsinn. Auf jeden Fall, also ich traue eher diesen Hackenbeißern nicht. Aber es ist halt unterschiedlich, ne, wie gesagt. Auf jeden Fall, es liegt aber immer am anderen Ende der Leine. Ich muss da, ich bin ja eher so rabiat, weil ich, wenn meiner sich mal mit einem anderen Hund hatte, oder auch wenn eine Freundin von mir zu Besuch war und die Hunde sich dann mal, irgendwie passiert das immer, dass sie sich manchmal ankeifen oder so, ne? Oder wenn da sonst irgendwie was war, also ich gehe immer dazwischen, packe am Halsband und zieh das Tier, zieh mein Tier weg, mein Tier hört auf mich, er weiß auch, wer ich bin. Und alles drum und dran. Manchmal greife ich mir auch noch den anderen Hund und ziehe den dann weg. Ich stand mal an einer richtigen geilen Situation. Da hatte ich mein Dobby an einer, am Halsband an einer Seite. Und der hatte sich auch vor Hundewesen. Deswegen gehe ich da absolut nicht mehr hin. Ich halte nichts mehr von Hundewesen. Er hatte sich da mit so einem Husky, hatte der sich. Und ich habe den Husky am anderen Halsband, an einer anderen Hand, und versucht, die Hunde auseinanderzuhalten, weil der Besitzer es nicht für nötig gehalten hat, mal dazwischen zu gehen oder so. Und immer der Spruch hier, die Regeln, das unter sich hier, so, dieser Spruch ist sowieso so blödsinnig, weil, klar, die Regeln, die meisten Hunde, manche Sachen unter sich, aber du bist ja der Rudelchef, du bist ja der Boss. Und der Hund orientiert sich an dir und verlässt sich auf dich, dass du diese Sachen regelst. Weil du bist der Boss und nicht er. Und wenn man dem Hund halt, wenn man zulässt, dass der Hund alles alleine regelt, dann braucht man auch nicht sich, wundern, wenn man dann später einen Hund an der Leine hat, der dann auch alles alleine regelt. Weil der Hund macht keinen Unterschied, ob er auf der Hundewiese ist, im Freilauf oder an der Leine. So ist das auf jeden Fall. So. Mit dem Halsband. Hunde sind dann so in Euphorie, die schnappen dann halt nach allem irgendwie sowas. Ich meine, mir ist das dann, ne, aber so. Deswegen sollte man es nicht mal, also der Hund
beißt dann halt, könnte. Es gibt manche, die tun es. Meiner hat es noch nie getan. Der hat noch nie nach mir geschnappt, wenn ich ihn am Halsband gezogen habe, um ihn von einem anderen Hund fernzuhalten oder so. Aber, ne, auf jeden Fall. Von einem Taser halte ich überhaupt nichts, weil das ist absolut nur dem Tier irgendwie so. Ich halte von in die Luft schießen, weil der Hund würde sich da eigentlich genug erschrecken. Tun die meisten. Meiner hat es zum Beispiel nicht getan, weil mein Hund schussfest war, weil ich auf dem Hundeplatz und das alles schon mal war und sowas. Also der hat sich da jetzt nicht erschrocken oder vor Silvesterknallern, aber viele Hunde tun es halt. Ne? Also, das war jetzt ein bisschen, ja, Gelaber so nebenbei. Wir schießen in die Luft. Der Hund lässt den Jungen los und sein Besitzer setzt zur Flucht an. Sisse, sag ich doch. Der Hund lässt los, weil er da dem Teenager befehlen, stehen zu bleiben. Das Rad des Jungen borgen, dem Besitzer nachrennen. Dem Teenager befehlen, stehen zu bleiben. Oh. Da kann ich noch keinen hinschicken. Ich habe noch keinen da. Aber in der Kirche ist ein Mord passiert. Oh, ihr müsst schnell sein, Leute. Mord. Gemeindemitglied Maria Serpentin hat Schüsse in der Kirche gemeldet. Ein bärtiger Mann mit Hut ist in einem Beichtstuhl gegangen. Kurz darauf habe ich ein paar Schüsse gehört. Dann hat der Mann gelassen den Beichtstuhl verlassen, sich bekreuzigt und auf einer der Bänke niedergelassen. Ich glaube, er betet. Okay. Schicken wir erstmal die beiden dahin. Versuchter Mord. Was ist denn heute los? Linda Howard hat stark nuschelnd angerufen und gesagt, der Zahnarzt hätte ihr beim letzten Besuch das Gesicht gelähmt. Der Mistkerl hat mir irgendein Gift gespritzt. Verhaften Sie ihn. Ich nehme die beiden. Bin da jetzt zwar nicht so von überzeugt, aber naja. Kirche, Täter gefasst. Zivilisten wurden getötet. Gefundene Beute, nicht automatische Waffe. Die Beamten haben nicht automatische Waffe am Tatort gefunden. Was sollen sie damit machen? Zur Polizei bringen, vor der Mafia verkaufen lassen. Klar. Gibt Geld. Ich brauche Kohle, damit ich in den Ruhestand gehen kann. Unsere Bullen sind so korrupt. Krankenhaus. Junge Frau hat eine ganz normale Betäubungsspritze erhalten. Falscher Alarm. Ernsthaft? Ist sie doof? Oh. Terrorismus. Ein Eisverkäufer hat eine verdächtige schwarze Tasche bemerkt, die seit ein paar Stunden allein auf einer Bank liegt. Macht noch 3 Tage, okay. Notruffalle. Die Mafia wird einen falschen Notruf abgeben und alle Beamten, die am Tatort eintreffen, werden getötet. Bis zu 3 Polizisten. Oh mein Gott! Und die Mafia wird eine besondere Ermittlung fälschen und die Detektive am Tatort werden getötet. Die Mafia wird mit Mitgliedern der Komitees von der Anhörung berufen statt und einschüchtern. Oh mein Gott, was man da alles machen kann, ey. Ich muss gerade mal eben beobachten, wie mein Hundi schläft. Momento. Oh. So süß, der Kleine. Terrorismus. Die Beamten vor Ort haben bemerkt, dass sich in der Tasche etwas bewegt. Okay. Zurückbleiben, bis die Bombenspezialisten da sind. Auf die Tasche schießen, bis sie sich nicht mehr bewegt. Nein. Och, jetzt denke ich dran, das könnte vielleicht ein ausgesetztes Tier sein. Katze, Hund oder sonst was. Meerschweinchen, Hase da. Könnte aber auch eine Schlange sein. Dass sich in der Tasche etwas bewegt. Ich bin mal mutig, auch wenn ich die beiden jetzt vielleicht verliere, aber Tasche öffnen.
Einer ist tot. Das ist aber was anderes. Doch, das war der Terrorismus. Täter gefasst. Beamter getötet. Zivilisten getötet. Aber was war drinne? Sagt mir das keiner? Was war drinne? Das sagt mir jetzt keiner. Warum? Ich denke, in der Tasche hat sich was bewegt. Es wird jetzt nicht gesagt, was sich da drinne jetzt bewegt hat. Ja, es ist jetzt einfach so. Okay. Ja, hab einen Bullen verloren. Für tot erklären, Bearbeitung, Unterlagen verzögern. Machen wir auch mal eben noch. So. Ich hätte gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind da. Ist ja gut, jetzt sind es da auch 6, ne? Passt ja dann. Aber da ist nur einer, da sind es. Ja, 4. Wenn ich 2 davon abziehe. So. Tag beenden. Tag 13, 27. Juli, Samstag. Maisdenkmal wird bis zu Ende des Sommers abgerissen. Bürgermeister Rogers, ich werde auf der Polizeiwache wieder Ordnung einkehren lassen. Francis Kendrick wird nicht der Nachfolger von Jack Boyd. Nö, weil er gar nicht da ist. Muss man ja auch mal sagen, ne? So, ich habe heute Morgen aus Versehen meinen Badezimmerspiegel zerbrochen. Mein Vater hat immer gesagt, das wären 7 Jahre Pech, aber ich weiß, dass das nur Aberglaube ist. Dürfte eher so 7 Stunden sein. Es wäre aber sicherer, wenn ich mir den Tag freinehmen würde. Was denken Sie? Nein? So, jetzt müsste ja heute das mit dem Dingens bekommen. Freebergs erster Mafiakrieg seit Jahrzehnten hat Chaos auf den Straßen verbreitet. Die größeren Verbrechergangs kämpfen um die Macht und das Ergebnis des Kampfes ist nicht vorherzusehen. Eines ist jedoch sicher, in ein paar Wochen wird nur eine Familie die Stadt regieren. Toll. Jake, machen Sie weiter mit der guten Arbeit und Ihre letzten Tage bei der Freeburger Polizei werden deutlich angenehmer werden. Ach ja, er hat ja überlebt bis dahin. War ja auch nicht schwer, er war ja auch nicht da. Versuchter Mord. Ein Passant hat die Polizei gerufen, als er einen nackten Mann durch die Straßen rennen sah, der von einer Frau mit einem großen Küchenmesser verfolgt wurde. Die Frau schrie, ich schlitze dich auf, du verdammte Schwuchtel. Okay. Mal vielleicht falsch, 2 Männer hinzuschicken? Wager hat ein paar Schläger aufgetrieben, die eines unserer Familienmitglieder direkt im Friseursalon angegriffen haben. Wir haben schon unsere eigenen Leute geschickt, aber wir wissen nicht, wie viele Mistkerle das wirklich sind. Ihr könnt bei der Party mitmischen, aber kommt uns nicht in die Quere. Komm, wir senden die beiden aus. Sehr schön. Fahrerflucht, Stadtzentrum. Ein unbekanntes Fahrzeug erfasste Klimek Kalinowski an einem Zebrastreifen und beging Fahrerflucht. Das Opfer starb noch vor Ort. Oh, na dann setzen wir mal sie ein und die. So. Ermittlung hat begonnen. Ach ja, genau. Wir müssen ja jetzt erstmal warten. Der Neffe von Mr. Sand hat aus dem Fenster gesehen und beobachtet, wie ein paar von Vargas Männern sein Auto demoliert haben. Sieht aus, als müsste ihnen jemand beibringen, dass so etwas illegal ist. Schicken wir ihn mal hin. Ja,
Massaker. Mein Gott, was ist denn nur noch Morde und Massaker? Eine junge Frau hat Eddie's Burger betreten, eine zuckerfreie Cola bestellt und dann angefangen, mit einer Handfeuerwaffe auf die Gäste zu schießen. Der Kassierer hat die Polizei angerufen und im Hintergrund sind Schüsse und Schreie zu hören. Währenddessen schreit die junge Frau, ich hasse fette Menschen. Okay. Mädel. Das ist sowas. Boah, ich hasse solche Leute, ne? Oh. So. Sollen wir da das SWAT hinschicken? Ja, ne, komm. Wir schicken da das SWAT hin und sie und Smarty. So, das wird erstmal reichen. Sehr schön. Keine Zivilisten getötet, keine Beamten getötet, Täter gefasst. Sowas sehe ich immer sehr gern. Bewaffneter Raub. Es ist ein Notruf von einem Panzerwagen eingegangen. Bewaffnete Männer haben die Straßen gesperrt, die Reifen des Wagens zerschossen und versuchen, die Geldsäcke an sich zu bringen. Ich kann den Mannschaftswagen nicht machen. Na gut, ich sticke die. Ach komm, jetzt kann ich es auch alles schicken. Ist ja jetzt eh Feierabend gleich. Die schmale Straße wird auf beiden Seiten des gepanzerten Transports von Lieferwagen blockiert. Drei maskierte Männer haben sich um den Transporter gruppiert. Einer von ihnen hat ein Schweißgerät dabei. Auf dem Dach des Wagens steht ein vierter Verbrecher, der seinen Komplizen etwas zuruft, als er die Polizisten sieht. Das Schweißgerät wird nichts bringen, dafür werdet ihr Dynamit brauchen. Auf den Räuber schießen, der auf dem Dach des Transporters steht. Ihr seid umzingelt, er gibt euch friedlich. Ich würde sagen, auf den Räuber schießen, der auf dem Dach des Transporters steht. Scheiße. Aber war abzusehen. Aber der kann uns ja jetzt nicht mehr sehen. Der Verbrecher haben automatische Waffen gezückt und das Feuer eröffnet. Offensiv aufgehen und sie ausschalten, sich ans Ende der Gasse zurückziehen, hinter einen Streifenwagen vor den Kugeln in Deckung gehen. Würde ich jetzt machen? Oh, sie haben alle überlebt. Oh mein Gott, wie gut. Oh, sie sind so gut. Die Mülldeponie. Gewaltsame Auseinandersetzung. Auf einer Mülldeponie. Hm. Nur warten, bis sie zurück sind. Müde. Gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Nachtwächter ist auf einen seiner Runde seltsamen Geräuschen gefolgt, um mehrere Obdachlose vorzufinden, die sich über ein Bündel am Boden stritten. Da schicken wir mal den Smarty hin und den Birch. Ach, den Smarty. Ich sag Smarty. Den Samadi. Oh. Wir haben neue Bilder für die Ermittlung gekriegt. Und die brauchen mehr Leute. Alles klar. Dann schicken wir da halt noch welche hin. Ein Schlückchen trinken. Ich muss da so viel vorlesen bei dem Spiel. Das ist irgendwie gerade so anstrengend. Hals ist schon ganz trocken. Weiß auch nicht, wie lange ich aufnehme. Die ganze zweite Folge, aber... Ich hab Hunger. Schön. Jack Wager ist stark, aber er kann nicht auf demselben Level spielen wie die ältesten Verbrechergang in Freeburg. Gehen Sie einfach sicher, dass Sand nach Punkten führt und wir werden keine Probleme haben. Momentan ist 2-2.
So. Ach, das ist die Schicht A jetzt. Ah, ja, okay, gut, ich hab's verstanden. Tag 14, 28. Juli, Sonntag. Verbrecherrate der Stadt um 31% gestiegen. Freiburgs Bauern melden Rekordrente. Neffe des Bürgermeisters kündigt Wunsch an, Leiter der Feuerwehr und Polizei zu werden. Mhm. Leiter der Feuerwehr und der Polizei auch noch. Eins reicht ja auch nicht, ne? Keiner möchte heute irgendwie was loswerden oder so. Ich werde von meinem Hund beobachtet. Unser Anteil. Teilen wir natürlich. Unsere Leute haben Mr. Sands Orte abgesichert, die Mr. Sand aufsuchen will, um einen Schläger und einen Schläger entdeckt, der eine Waffe bei sich hat. Da sind sicher noch mehr solche Bastarde, die sich in der Nähe verbergen. Arbeiten wir zusammen und zeigen diesem Schleimbolzen, wer hier das Sagen hat. Okay. Schicke ich drei meiner Besten hin. Ein Angestellter in der Spielhalle hat eine Beschwerde über mehrere Teenager eingereicht, die das Lenkrad an einem Turbo-Nitro-Automaten zerstört haben und gerade versuchen, vom Tatort zu fliehen. Die Frau des Pressesekretärs der Bürgermeisters liebt Chorgesang. Heute ist ihr Geburtstag, also schicken Sie bitte ein paar Männer mit schönen Stimmen. Dann schicken wir einfach mal ein paar Frauen hin. Gut. Illegaler Waffenhandel. Ein Zeuge berichtet, dass ein Mann auf der Straße Waffen aus dem Kofferraum seines Autos verkauft. Hier wird jede Nacht jemand erschossen. Ihr müsst endlich was dagegen unternehmen. Ja gut, ich schicke erstmal zwei hin. Wenn sie Unterstützung brauchen, werden sie ja eh Bescheid sagen. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich wieder Stadtverwaltung? Einen Tag noch, okay. Braucht Verstärkung. Ich habe gerade keine Polizisten da. Müssen wir warten. Und noch eine Waffe von der Mafia verkaufen lassen. Die Asano kommt gar nicht wieder und die Kochi auch nicht. Mr. Boyd, es tut mir leid, wieder bei Ihnen anfangen zu müssen, aber Sie sind wirklich der Einzige, der hierbei helfen kann. Diese Platten, wegen denen mich meine Ex verklagt hat, die habe ich natürlich wiederbekommen. Wahrscheinlich wäre das auch kein Problem, aber Ihr naseweißer Bruder hat, ich kann das kaum lesen, hat sich jetzt auf die eingeschossen. Er hat sogar einen Privatdetektiv angeheuert, der seit 3 Tagen ständig in meinem Leben ist und jetzt sogar so dreist war, zu meinem Haus zu kommen und mich zu beschuldigen, bei dem Verschwinden der Platten die Hand im Spiel gehabt zu haben. Ich weiß nicht, ob er Beweise dafür hat, aber das Risiko ist mir zu hoch. Können Sie die beiden einschüchtern und sicher gehen, dass sie nicht länger ihre Nasen in andere Leute Angelegenheiten stecken? Mein Laden steht in jederzeit offen. Okay.
Scheiße. Da war ich jetzt nicht schnell genug. Verdächtige Person, eine ehemalige psychiatrische Patient, Leboko Clark, hat die Polizei angerufen, weil ein Verrückter im Einkaufszentrum Leute belästigt habe. Laut Leboko ist dort ein Mörder unterwegs, der vor nichts zurückschreckt. Na, das ist bestimmt nur ein Dingens. Chef, das Problem ist erledigt. Mr. Bieber hat sich bei uns bedankt und uns Tickets für das irische Jazzfestival gegeben. Ich kann es kaum erwarten, dahin zu gehen. Das ist doch schön, dass ihr das habt. Danke für eure Hilfe, Mr. Boyd. Danke, bitteschön. Irgendwie kommt keiner mehr wieder. Ich kann die Lieferung nicht machen. Ich habe keine Leute. Der Verdacht des Mannes wurde durch einen Angestellten des Einkaufszentrums in ein Kostüm erregt. Er war als der Held aus dem Film im Blut getränkt verkleidet. Er tat zur Unterhaltung so, als würde er Kunden bedrohen, wollte aber natürlich niemanden umbringen. Und wir haben noch ein paar Sachen gefunden. Gut, dann können wir morgen die Ermittlungen halt starten. Gut, 3 Punkte. Oh, Schicht. Beam. Wir sind jetzt schon wieder alle da. Tag 15, 29. Juli, Montag. Bürgermeister zeigt Hingabe zu Nepotismus. Position des Polizeichefs ist keine Wahlentscheidung, so Bürgermeister Rogers. Bürgermeister Rogers, wenn mein Neffe die Polizei leiten will, unterstütze ich ihn. Das war klar. Butch ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Oh. Mol ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Mein Großvater leidet an Epilepsie und in letzter Zeit sind die Anfälle schlimmer geworden. Sie kommen immer öfter und belasten uns alle sehr. Der Arzt sagt, dass er ein spezielles Medikament braucht, das wir hier nicht bekommen können. Ich bin der Einzige in der Familie, der Auto fährt. Darf ich heute wegfahren, die Medikamente holen? Ja, aber komm morgen wieder. So, du kriegst definitiv dein nächstes Abzeichen. Und dann beginnen wir mal den Tag, Leute. So. Weltweibliche Polizisten einstellen. Angesichts jüngster Ereignisse müssen wir den Feministinnen in einigen Dingen nachgeben. Sie sollen dafür sorgen, dass wenigstens die Hälfte ihrer Angestellten auf der Polizeiwache weiblich ist. Sie haben 3 Tage. Die Hälfte? Oh, muss ich gleich erstmal zählen. Achso, ich kann... Ich mach direkt alles. 411 in progress. Selbstmorddrohung. Ein Taxifahrer hat jemanden schreien gehört und dann mehrere Personen auf der Brücke gesehen, als er auf dem Weg zum Hafen daran vorbeifuhr. Er hat angehalten, um nachzusehen, ob jemand Hilfe braucht. Als er sich näherte, erkannte er jedoch, dass ein Mann drohte, sich und 2 Kinder von der Brücke in das eisige Wasser zu stürzen. Jason hat uns verlassen. Ich habe meinen Job und das Haus verloren und so können wir nicht überleben. Es ist besser, wenn alles jetzt endet. Für den Taxifahrer sah es nach Selbstmordabsichten aus. Ich verstehe da nur nicht... Wenn sich doch jemand wirklich umbringen will, warum nimmt er dann noch andere Leute mit, die überhaupt nichts damit zu tun haben? Ja, ich schicke da alle hin. So, und gehe jetzt mal zu den Ermittlungen. Wir haben da nämlich, so, wir haben jetzt erstmal die Hinweise. Dieses dunkle Auto kommt um die Kurve gerast über den Bürgersteig und fährt dann einfach weiter. Hat den Mann voll erwischt und nicht mal gebremst. Schwarzes Auto.
Kurz vor dem Zusammenstoß habe ich ein paar Betrunken aus der Bar geworfen, hatten sich mit ein paar meiner Stammgäste geschritten, das ist egal. Vor ein paar Tagen hatte Dad Ärger mit ein paar jungen Leuten, die in der Bibliothek rumgelärmt haben, hatten. Sie sind aber zu einer Schlägerei gekommen, sie haben ihn bedroht, bevor sie gegangen sind. Das ist, nehme ich jetzt auch nicht für voll. Ich habe zwei Leute in dem Auto gesehen, die sind direkt an mir vorbeigefahren. Der Mann auf dem Beifahrersitz hatte einen Bart. Und Klimek dachte, jemand würde ihn verfolgen, sagte, er würde diesen Mann überall sehen und dass er aussehen würde wie jemand, mit dem er in der Bibliothek Ärger hatte. Ach so, okay. Doch. Okay. Ich muss jetzt aber erstmal Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.